Nur 3 Kilometer von Schloss Hof entfernt steht das um 1700 errichtete Barockschloss Niederweiden. Durch die Allee des einstigen Schlossgartens führt heute ein Fahrradweg. Die studierte Kunsthistorikerin Katrin Harter ist hier als Kuratorin tätig. Schloss Hof und Niederweiden gehören ja seit den Tagen des Prinz Eugen zusammen. Bis zur heutigen Zeit eigentlich. Maria Theresia schenkt diese beiden Besitzungen dann auch ihrem Gatten. Und das Kaiserpaar lässt beide Schlösser verändern. Das Schloss Niederweiden wird besonders prachtvoll ausgestattet. Eine Viertelstunde brauchte man ja nur von Schloss Hof. Man hat den Garten genossen, die hohen schattigen Bäume des Rokokogartens, hat vielleicht den Jagd-Déjeuner im ovalen Saal des Schlosses genossen und ist dann wieder nach Schloss Hof zurückgekehrt. Schloss Niederweiden wurde erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts umfassend renoviert. Seit 1986 finden hier in regelmäßigen Abständen immer wieder Ausstellungen statt. Und so ist das kleine Schloss Niederweiden, das nach dem Zweiten Weltkrieg sogar kurzfristig dem Abbruch nahe war, heute wieder fixer Bestandteil dieser Machfeldschlösser. Und viele Personen kommen, die auch dieses kaputte Schloss gesehen haben und mir erzählen, dass sie so glücklich sind, dieses Schloss wieder geöffnet für die Besucher zu sehen, wieder renoviert zu sehen und hier auch diese Situation des Gebäudes, diese luftige, leichte Architektur hier wieder erleben zu können. Hier sind wir im Mittelpunkt von Schloss Niederweiden. Das ist der ovale Saal, wo man Festessen abgehalten hat. Wir haben eine luftige Himmelmalerei. Also all das bewirkt bei geöffneten Fensterläden, dass die Natur quasi in den Raum geholt wird. Das war ja damals auch die Intention. Man wollte sozusagen den Eindruck erwecken, als wäre man nicht in einem Gebäude, sondern in einem luftigen Gartenhaus, mitten in der Natur. In diesem Saal hier fanden ja mitunter auch in kleineren Rahmen Jagd-Déjeuners statt. Und die Tafel war besonders im 19. Jahrhundert bei festlichen Anlässen nicht nur mit Blumen geschmückt, sondern vor allem mit so riesengroßen Tafelaufsätzen, wie man hier erkennen kann. Jede Speise hatte eine gewisse Überraschung für sich. Beispielsweise, wenn Kuchen, die oft bis zu 90 cm hoch waren, wenn die auf den Tisch gestellt wurden und man das erste Kuchenstück entnahmen, entflohen plötzlich Singvögel und erhellten diesen Raum. Es war ein Erlebnis von Anfang bis zum Ende, das allerdings mehrere Stunden gedauert hat. Einblicke in die barocke Kulinarik bietet auch ein gut erhaltenes Nebengebäude. Und hier befinden wir uns in einem Nebengebäude von Schloss Niederweiden, die Wildküche, so wird sie heute genannt. Das ist ein noch aus der Barockzeit, aus dem frühen 18. Jahrhundert erhaltenes Küchengebäude mit verschiedenen Detailküchen, da gibt es eine Rauchküche, da gibt es eine Bratküche, verschiedene Tischherde, es gibt 3 Backöfen. Und das Schöne ist auch, zu besonderen Anlässen wird hier noch gekocht auf diesen Herden aus dem 18. Jahrhundert. Und das funktioniert nach wie vor.